اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. دي فراغه darf man für Koran lehren beibringen Geld verlangen? Und zwar barakallahu fikum, erstmal prinzipiell. Koran ist das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass man Koran lernt, ist Pflicht. Und dass man Koran lehrt, ist eine kollektive Pflicht für die Nation. Die müssen den anderen Koran beibringen. Und es gibt nur eine Methode, dass man Koran gelehrt wird. Und zwar, es gibt einen Lehrer und es gibt Schüler. Und diese Schüler lernen vom Lehrer. Weil Koran, das geht nicht, dass du nur Theorie nimmst. Du musst es praktisch lesen und der Lehrer schaut, wie du liest, hört, wie du liest. Schaut, sage ich ja, weil er guckt deine Lippen und deine Zunge und deine Zähne und diese, dass du richtig die Buchstaben aussprichst. Und dann auch hört er, wie du die Buchstaben aussprichst. Und deshalb, man braucht Leute, die den Koran beibringen. Und deshalb kam Jibril jedes Jahr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und der hat mit ihm Koran gelesen und er hat ihm Koran beigebracht. Und die Sahaba, der Prophet hat das den Sahaba beigebracht und die Sahaba ihre Schülern und so weiter. Und wir haben heute den Koran. Und deshalb, wir brauchen Lehrer. Aber diese Lehrer, was sollen sie tun? Können sie verlangen oder nicht? Es gibt unterschiedliche Ansichten bei den Gelehrten. Manche Gelehrten sagen, man darf Geld verlangen für Koran lehren. Und die haben zwei Hadithe genommen. Als Beweis erstmal, der Prophet sagte, das meiste, was ihr dafür Recht habt, dass ihr Geld verlangt, ist Koran bei lehren oder das Buch Allahs. Und die haben gesagt, auch das zweite, der Prophet, als er den Mann gefragt hat, was hast du von Morgengabe für diese Frau? Er hat gesagt, ich habe nichts. Er hat gesagt, was hast du vom Koran? Der hat gesagt, ich habe die Sura so und so. Der sagt, okay, du bekommst sie als Frau und die Morgengabe ist, dass du ihr Koran beibringst. Aber ob diese beiden Beweise dafür sind, dass man Geld dafür verlangt, die andere Seite sagt nein. Koran beibringen ist Ibadah, ist Gottesdienst. Und für gottesdienstliche Handlungen darfst du kein Geld verlangen. Und wenn du Geld verlangst, dann hast du kein Ajr mehr. Deshalb gibt es, barakallahu fikum, die Taillierung bei den Gelehrten, die sagen, am besten ist, dass man kein Geld verlangt und kein Geld nimmt und er bringt Koran den anderen bei, umsonst wie die Propheten und die guten Ulama, die haben nicht verlangt. Und das ist das Beste, Höchste. Und so bekommst du den ganzen Lohn, wenn deine Absicht vor Allah ist, dass du den Leuten Koran beibringst. Zweitens, wenn du jemandem Koran beibringst und der bringt dir ein Geschenk, der gibt dir ein Geschenk, kannst du nehmen, kein Problem. Dann haben wir noch eine Sache. Darf man sagen, ich bringe dir Koran und du gibst mir zum Beispiel pro Stunde so viel oder nicht? Manche Gelehrten sagen ja, andere Gelehrten sagen nein. Mit Sicherheit nein ist besser und ist die richtige, dass man für Koran beibringen kein Geld nimmt. Aber weil es diese Hadithe gibt, da könnte man sagen, okay, aber unter Bedingungen. Wenn jemand die ganze Zeit nur Koran beibringt, ja, was soll man tun? Ich meine, überleg dir, es gibt einen Lehrer, der bringt den Leuten die ganze Zeit Koran. Wie soll diese Person leben? Woher soll man die Miete und die Kosten und so weiter zahlen? Deshalb das Richtige ist, bei den muslimischen Ländern, bei den Muslimen, die ihre Kinder Koran beibringen, dass die Koranlehrer vom Staat Geld bekommen. Lohn. Wie Imam, Muezzin, Richter, der Polizei, Soldaten, Leute, die im Finanzwesen arbeiten, Beamten und so weiter. Diese Leute bekommen alles vom Staat. Und die bekommen etwas, dass sie nicht betteln und dass sie auch nicht
nicht bestochen werden können. Und dies, was man heute sieht in manchen Ländern, 5, 6 Leute warten vor den Gräbern. Und wenn man kommt und dann kommen sie zu ihm, wir lesen für deinen Vater Koran, wir lesen für deine Mutter Koran, wir lesen für deine Verstorbenen. Wallahi, das ist Herabwürdigung für den Koran. Und wie die Leute diese Leute sehen und dann schmeißen sie ihnen Geld so am Ende, das ist Katastrophe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Derjenige, der Koran im Herzen trägt, muss Izza haben, muss Ehre haben, weil der trägt das Wichtigste überhaupt. Der trägt das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.